Fabi? Ja, ich bin gerade auf der Suche nach Leitungswasser. Ja, das ist ein Jugendtreffen. Ein großes heute mal. Go, Trapico, Trapico! Der Feststand, Prüfstand. Oh, ein schönes altes Mercedes. Cool. Das laufen wir mal hinter. Das war eine neue Hupe. Schöne alte Mercedes. Ja. Sehr schöne Autos. Jetzt sind wir starten und landen. Oh. Volvo. Cool. Noch ein schönes Auto. So, treffen wir schön hier. Nicht wieder nach von Abenteuer Alpha, was ihr bekommt. Der Next. Also ich war auch nochmal diesmal die. Cool. Jo. Ein Lunch hier. Schönes Auto. Gut. Gut. Aber der war heute nicht in Kitzingen, oder? Bitte? Der war heute nicht in Kitzingen. Was war in Kitzingen? Wollte man treffen? Klassikers? Edbershausen? Nee, das muss nicht. Bleichwiese? Oder ist das immer? Achso, das ist. Immer am 1. Mai. Ja. Nee, das muss man vielleicht. Die Veranstaltung sind Classic Cars Kitzingen. Die machen immer am 1. Mai, früh bis mittags und dann hier. Achso, weil ich hab den. Also die beiden, das Tuning-Treffen, Oldtower-Treffen ist gleich da. Aber nichts drin gestanden. Und über das bin ich dann irgendwie im Internet zufällig. Stolpert, ich habe keine Ahnung, ich dachte, fährst du mal hin. Aber heute Vormittag wird es gut. Ja, da war wieder schon viel los. Also ja, okay. Der mit seinem Ferrari war wieder da, F40. Die Bleichwiese in Etwashausen. Achso, okay. Wenn man alte Mainbrücke rüberläuft, da wo das immer das Kirmessee ist. Ja, da ist es. Da ist es die. Das ist okay. Immer 1. Mai, okay. Dann. Und dann machen sie irgendwann wieder woanders ein Oldtimer-Treffen am Amka in Sommerhausen. Mhm. Wir haben noch nicht so ewig. Dann war die Corona. Ja, die machen wir schon vor Corona. Ja, eben, ich habe erst seit Corona. Nach Corona ist das erste Oldtimer-Treffen, genau. Wieder. Guck mal. Da kommt immer der mit Ferrari F40. Der bei der ADAC Classic Rallye da mitmacht immer. Mainfranken Rallye, wie heißt es? Mhm. Marienberg Classic Rallye. Und da ist immer auch letztes Jahr und dieses Jahr wird da gewesen, bei Ultima Treffen.